Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Kapelle of Horns auf meinem Kanal. Ja, wir sind gerade an der BGA. Wir sind hier mit dem Ladewagen hingefahren, weil wir noch das restliche Gras direkt verkaufen wollten, was noch auf der Wiese 45 zur Verfügung war. Wollte ich nicht jetzt unten liegen lassen, ne? Aber direkt auch noch verkauft. Sollte auch noch ein paar Euro geben. Ich glaube 180 Euro pro 1000 Liter. Waren knapp 2000 Liter, also 360 Euro circa. Sollte das geben. Ist nicht viel Geld, aber für uns immer noch relativ viel. Ne? Muss man einfach so sagen. Und wir wollen jetzt im Prinzip die Wickelmaschine gleich vom Landmaschinenhändler besorgen, mieten, besorgen. Die 5 Ballen wickeln. Mehr sind es leider nicht. Ne? Dann wollen wir weiter schauen. Ne? Dann wollen wir anschließend weiter schauen. Wir können aber mal den Ladewagen hier sauber machen. Ne? Das wäre auch eine Maßnahme. Ne? Ladewagen mal sauber machen. Das können wir mal machen. Ne? Das können wir schnell tun. Tun. Ne? Das ist sehr schön. Auch mal den Briefkasten sauber machen, ne? Muss auch mal sauber sein, ne? Sehr schön. Okay. Sehr gut. Gut, dann können wir den Ladewagen wieder wegstellen. Dann holen wir die Wickelmaschine. Beim Landmaschinenhändler. Die Frage, ob wir die kaufen oder ob wir die mieten. Ich bin auch da relativ unschlüssig. Ich habe gesagt, ich würde die eigentlich gerne mieten. Ron hat das auch bestätigt. Solche Sachen, die wir nicht oft brauchen, dann eher mieten. Aber wenn wir Missionen öfter machen wollen, dann müssten wir die eigentlich doch schon eher kaufen. Ne? Kostet 8200 Euro. Die Wickelmaschine, wir hätten noch das Geld da, aber ist halt doof, ne? Ist halt irgendwie doof, ne? Ne? Doof. Mann. Ich meine, Geld für die Wickelmaschine ist da, ne? Ich würde doch irgendwie gerne kaufen, dann mal ein paar Missionen auch machen, ne? Falls wir überhaupt zur Mission kommen, das ist die andere Sache. Ne? Ich meine, unsere Felder sind auch bald wieder erntereif. Hier 3 ist fast erntereif, 6, 7, 30, 31 ist auch fast erntereif. Von daher, ne, ja, also viel Zeit ist eigentlich nicht, zwischendurch noch Missionen zu machen. Wir wollen ja auch in die Felder investieren. Ne? Also ich glaube eher mieten. Ne? Ich glaube dann eher mieten. Die Wickelmaschine, wie viel kostet die in der Miete? 418 Euro. Basiskosten 164, 172 pro Arbeitsstunde und pro Arbeitstag 82 Euro. Das ist ganz schön viel, ne? Aber ich meine, 418 Euro kostet die in der Miete. Wir kriegen ja pro Ballen Silage bzw. pro 1000 Liter kriegen wir 360 Euro, ne? Das ist, würde ich sagen, ordentlich viel Geld. 360 Euro pro 1000 Liter mal 4 wären 1440 pro Ballen, ne? Mal 5 wären 7200 Euro. Wir zahlen nur 418 Euro Miete für die Ballenwickelmaschine. Also von daher machen wir, Leute. Dann mieten wir die eben schnell. Mieten. Dann geben wir die anschließend wieder zurück. Ne? Also ab zum Landmaschinenhändler. Wickelmaschine holen. Die 5 Ballen wickeln. Und dann können wir die anschließend wieder abgeben. Das sollte passen. Das sollte passen. Ne?
So, Landmaschinenhändler, willkommen. Landmaschinenhändler, willkommen. Sehr schön. Da ist der Landmaschinenhändler. Da ist die Wickelmaschine. Da ist die Wickelmaschine. Und die brauchen wir, ne? Die brauchen wir. Kommen wir hier lang. Okay. Über die Gleise fahren. Jetzt einmal hier rum. Dann einmal zu der Wiese. Die Wickelmaschine mache ich irgendwie. Ne? Ist relativ klein, handlich. Ich weiß nicht, wie so funktioniert. Direkt mit Ballendreher auch. Kann man nichts gegen sagen, ne? Kann man nichts gegen sagen, also. So, einmal schnell wickeln. Das kriegen wir hin. Geht ja relativ zügig an sich. Ich glaube, da brauchen wir keine Arbeitsstunde für, ne? Ich glaube nicht. Da brauchen wir keine Arbeitsstunde für, Leute. Das geht zügig ohne Ende. Vor allem so viel Geld, was wir damit verdienen, das ist schon ordentlich. Über 7000 Euro, ne? Da lohnt sich dann auch, die Maschine zu mieten. Klar, wir müssen die Ballen jetzt gleich noch abfahren. Das ist klar, ab zur BGA bringen. Aber sollte soweit eigentlich gut passen. Sollte soweit echt gut passen, Leute. Sehr schön. Einmal abladen und den letzten Ballen. Dann fahren wir die Wickelmaschine auf jeden Fall gleich nochmal zurück zum Landmaschinenhändler, geben die dort vor Ort ab, ne? Dann ab zurück zum Hof, den Ballenwagen holen, Frontlader holen und.
Das kriegen wir hin. Hier einmal zusammenklappen. Dann war es das mit der Ballen ja schon. Ne? Das war's, 5 Ballen, ne? Einfache Arbeit. Einfacher geht's nicht. Schneller geht's auch eigentlich auch nicht, ne? Schneller geht's eigentlich auch nicht, Leute. 5 Ballen eben schnell gewickelt. Läuft. So. Ab zum Landmaschinenhändler. Klar, ich weiß, ich könnte auch vor Ort abgeben, direkt einfach so, ne? Aber ich möchte das ja doch schon irgendwo ein bisschen realistisch machen und die Landmaschine dann auch natürlich irgendwo auch zurückbringen, ne? Ich weiß, man muss das theoretisch nicht, aber ich will es mal machen, ne? Definitiv. Wickelmaschine abstellen und einmal abgeben. Okay. Sehr schön. Dann einmal ab zum Hof. Fahren wir diesmal auch in der Innenansicht mal wieder. Ein bisschen Abwechslung, ne? Und holen jetzt den Ballenwagen. Den müssen wir umbauen, also den Kipper, den müssen wir umbauen. Und dann anschließend werden wir noch den Frontlader holen. Die Gabel müssen wir mitnehmen. Dann schauen wir mal, ne? Dass wir die 5 Ballen auf jeden Fall zur WGA gebracht kriegen. Irgendwie. Gehen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So, ich freue mich schon aufs Ballen wickeln, Ballen aufladen, ne? Mit Frontlader. Ich liebe das, mit Frontlader zu arbeiten hier. Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Wirklich. So, wir brauchen den Frontlader. Den Ballenspieß. Frontlader ist hier. Ballenspieß direkt rechts daneben. Gewicht brauchen wir, denke ich mal, nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht nötig. Dann brauchen wir den Kipper. Den müssen wir umkonfigurieren noch. Machen wir jetzt aber auch eben schnell. Das geht relativ zügig. Konfigurieren. Reparieren können wir auch mal für 5 Euro. Klar. Und umkonfigurieren zu einem Ballenwagen. Ohne Seiten, ne? Boah, läuft. Oder wir machen mal hier. Ist das? Nee. Nee, machen wir so. Konfigurieren. Okay. Sehr gut, das klappt. Dann ab zum Feld, zur Wiese. Dann können wir anschließend die Beine aufladen. Ne? Machen wir aber in der nächsten Folge, denn ihr seht gerade, die Folge ist fast vorbei. Die Folge ist fast vorbei. Aber trotzdem wieder einiges gut geschafft, finde ich. Optimal vorangekommen. Meiner Meinung nach. Da unten liegen die Beine. Ich könnte jetzt auch hier durchfahren, ne? Mache ich aber nicht, ne? Nee. Das mache ich jetzt nicht. Versuchung ist groß, aber nein, mache ich nicht. Ja, kriegen wir schon hin. So.
einmal. Aufladen. Ah ja, Folge ist ja vorbei, ne? Oh. Ich habe so Bock aufzuladen, ich vergesse schon wieder, dass die Folge vorbei ist. Egal, den Ball machen wir jetzt noch, oder? Oh, das könnte ein gutes Sample sein. Das lassen wir mal so. Machen wir ein bisschen tiefer. Okay. Gut. Motor aus. So. Leute, morgen geht's weiter. 20 Uhr, neue Folge. Campaign of France hier auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sage einmal in diesem Sinne. Bis dahin. Servus. Und tschüss.